So, jetzt geht mal wieder los auf einer weiteren Runde um sie 2. Diesmal auf Bad Hügelsdorf 2020 mit der Linie 307 und dem Iveco Crossway LE. Bitte schön. Bitte schön. Hallo. Bitte. So, und wir setzen uns direkt in Bewegung. Wenn Omsi denn möchte. Und da kommt niemand. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwas mitnehme. Weil das sieht sehr, sehr eng hier aus. Aber es passt. Und das ist doch schon mal schön. Ja, komm schon, Omsi. Dankeschön. Oha. Irgendwie traue ich mich hier nicht schneller als 30 zu fahren. Wobei ich die 30 noch nicht habe. Und weiter geht's. Da habe ich aber auch schon ein bisschen viel drauf mit 40. Ich habe nur gebremst. Na gut, ich habe jetzt gedacht, das Streifenhörnchen berührt mich, habe ich jetzt gedacht. Omsi. Dankeschön. Und rum. Um sie nicht schon wieder hängen bleiben. Bitte schön. Hallo. Hallo. Da vorne kommt Polizei. Wir sind eine weiter. Genau. Was habe ich jetzt mitgenommen? Um sie nicht schon wieder hängen bleiben. Ich habe doch nichts mitgenommen. Weiß nicht, warum die Mimosen da meckern waren.
Dankeschön, Omsi, fürs Nachladen. Glaube, wir müssen nach links, ne? Ja. Sobald die Ampel grün wird, natürlich. Ja, die fahren. Da kommt noch einer, könnte auch gleich die Ampel grün werden. Oh, schön, Busspur. Die muss genutzt werden. Bitte Manfred, ich sehe gerade da oben die Türbeleuchtung, schwebt ein wenig in der Luft. Auch nicht schlecht. Ja, ich muss rechts herum. Wenn Omsi denn möchte, Dankeschön. Ja, komm schon. Oh, und. Hallo Omsi, Dankeschön. Um Sie, Dankeschön. Jetzt habe ich selbst die Bordsteinkante schon zu viel. Das sieht richtig lustig aus mit den beiden Lampen, die in der Luft schweben da oben. Du möchtest einen Fahrschein? Das ist ja fahr vorbei. Ja, der T5 lässt mich durch. Dankeschön. Ich fahre doch ganz normal. Mein Gott. Ihr könnt doch nur meckern. Fahrt. Ich will auch noch über die grüne Ampel. Ja, fahr mit deinem Land Rover.
Mein Gott, könnt ihr auch mal aufhören zu meckern da hinten? Tach. Und weiter geht's. Bitte lächeln. Und stopp. Da sind die nächsten Beförderungsfälle, die da rein möchten. Bitte. Und weiter geht's. Scheint, dass ich weiter gerade muss. Hoffen wir mal zumindest. Oh, nicht in die parkenden Autos fahren. Super. Es kommt noch ein Bus entgegen. Was mich auch freut, die 316. Ich habe nur gebremst. Komm, fahr. Oh, das ist eine Gelenkbuslinie ist das. Okay. Ihr fahrt auch nicht besser. Mein Gott. Ihr könnt nur meckern da hinten. Um sie. Komm schon, Dankeschön. Da möchte jemand raus. Kann derjenige sein Meckern behandeln lassen?
Bitte schön. Hallo. Guten Tag. Schnell vor dem T5 rausfahren. Vorausgesetzt, voraussetzt, um sie möchte. Ja, den Sprinter habe ich getroffen. Ja, das war Stoppschild. Das war Stoppschild. Ja. Das ist die reinste Chaosfahrt. Ich nehme irgendwie alles mit, nicht nur Fahrgäste heute. Ja, oh, ist halt eng, 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 eng. Omsi. Komm schon, Omsi, lade. Jawohl, und weiter. Geradeaus. Bitte schön. Tag. Warum sie nicht schon wieder hängen bleiben? Und weiter geht's. Da steht ein Blitzer. Jetzt passen Sie mal gefälligst auf. Ja, mach ich doch. Schön eng.
Da kommt ein Kollege auf der 310 oder 16, weil jetzt nicht. Noch 310. Hallo. Gegenverkehr beachten. Sichern. Das ist eng. Warum, was ich jetzt alles mitnehme? Wow, nur ein Bordstein. Wow. Ich hätte jetzt gedacht, ich nehme noch mehr mit. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich noch mehr mitnehme. Ja, und dafür fahre ich da über den Gehweg. Oh, ist das eng. Ich habe irgendwie Angst, dass mir ein Bus entgegenkommt hier. Das war ein Poller. Das war ein Poller. Aber die Mimosen, die möchten natürlich trotzdem raus, weil ich einen scheiß Poller mitgenommen habe. Und weiter geht's. Ah, rechts ist meine Spur, nicht links. Bitte schön. Mahlzeit. Gut, dass der Bus mir schon entgegenkommt. So kann er mir nicht in der Engstelle entgegenkommen oder in der Kurve entgegenkommen. Komm schon, Bus. Zeig mal, was du kannst. Ja. Die Kühe muhen auch fleißig vor sich hin. Wenn da 50 steht bei der Kurve, sollte man sich auch dran halten. Das steht nicht umsonst. Da. Bitte schön. Mahlzeit.
Und weiter geht's. Du darfst auch ein bisschen aufs Gas treten mit deinem Taxi. Ach, da ist die Haltestelle, ganz versteckt. Hallo. Und weiter geht's. Das war nur ein Poller. Die stehen aber auch sehr dicht. Oh. Ah, gut, ich dachte schon, der T5 fährt mir jetzt rein. So. Hallo. Bitte. Und weiter geht's. Das. Ich habe jetzt gedacht, das knallt. Aber da habe ich nochmal Schwein gehabt. Und um sie hängt mal wieder. Oh. Jappa. Und. Das war der Poller. Jetzt gibt es doch 30 Minuten Verspätung. Ja, nur wegen einem scheiß Poller 30 Minuten Verspätung. Fachhochschule. Okay. Um sie. Dankeschön.
Komm schon. Und du fährst auch nicht besser. Und wenn, dann bist du den Fahrstil ja gewohnt. Nee, bei eBay ersteigert. Und da liegt der ganze Verpackungsmüll von IKEA einfach unter der Bank. Ja, nur was zu meckern habt ihr. Und stopp. Bitteschön. Wenn umsiedeln möchte. Dankeschön. Tag. Und weiter geht's. Na komm schon. Dankeschön, Omsi. Da ist schon die Endhaltestelle. Aha. Und weiter geht's. Oh, das Schild. Und der Baum. Und nur einen Bordstein mitgenommen. Zum Glück. Puh. Ich dachte schon, ich würde mehr mitnehmen. So, bitteschön, alle aussteigen. Und jetzt zur Einstiegs- und Pausenhaltestelle rüberfahren. Okay.
Okay. Ich hätte doch in Pausenplatz fahren sollen, aber egal. So, das war die Linie 307 auf Bad Hügelsdorf mit einigen Hängern von Omsi und einigen Pannen meinerseits.